Hi Leute, ich sitze gerade bei mir im Büro. Es ist Sonntag. Wie spät haben wir es? 12:55 Uhr und ich schneide gerade das Video, was wir gestern erlebt haben. Und dazu fällt mir einfach nichts mehr ein. Also einige Leute, die machen da echt Sachen. Das gehört verboten. Hi Leute, was geht ab? Sorry, wenn die Qualität gerade für den Arsch ist. Für solche Aktionen brauche ich unbedingt eine vernünftige GoPro-Kamera. Aber das tut jetzt gerade nicht zur Sache. Auf jeden Fall ist ein guter Kollege von mir liegen geblieben mit seiner wunderschönen grünen Maxi, genau. Und den wollen wir jetzt einfach mal retten und gucken danach, was damit so abgeht. Okay, das wird gleich richtig interessant. Hier geht das gerade, aber wir haben wieder typisch ostfriesisches Wetter. Was heißt ostfriesisch? Also norddeutsches Wetter. Nebelig, eiskalt und so. Und ich bin vorhin schon durch echt dicke Nebelfelder gefahren, wo man gar nichts mehr sieht. Dann regnet das. Und anscheinend ist gerade auch sein Telefon abgestürzt. Also hoffen wir mal, dass wir ihn überhaupt finden und retten können. Das wäre natürlich super nice. Wir sind fast am Ziel. 120 Meter und er müsste hier eigentlich irgendwo sein, wenn er nicht davon Das gelaufen Ziel befindet sich auf der rechten Seite. ist. Klar. Also mal spekulieren, wo er hier so ist. So, Freunde der Sonne, wir sind angekommen und lass mal spekulieren, was da so los ist. Mal aussteigen und gucken. So, habt ihr ein riesen Glück gehabt? Da vorne stehen die ja schon, die Puchs. Okay, alles dunkel, habt ihr irgendwie Licht? Ja, Handylicht ein bisschen. Also Ah, ich hab den Akku nicht, leer. nicht mehr viel. Der Akku ist direkt leer. 3%. Ich muss gerade mein Handy von Auspuff aufwärmen, damit der Akku wieder warm wird. Es werde Licht, also hier stehen zwei Puch Maxis und die grüne anscheinend ist doch heile. RDN hat es erwischt, also Kleines da Missverständnis. spekulieren wir mal kurz nach, was das ist. Jasses, wo sind wir hier denn jetzt gelandet? So, nach sehr langer Fahrt sind wir endlich angekommen. Nicht wundern, dass gerade Chaos ist. Wurde gerade mitten beim Basteln an den Tonnen hier quasi hier weggerufen. Wollte mir die eigentlich noch ein bisschen Finish machen und so. Auch geil, der Biertisch da vorne. Mega nice. Solche Sachen zwischendurch sind richtig cool. Aber es ist jetzt nicht Sache. Und zwar dieser schöne Puch Maxi ist einfach liegen geblieben. Was jetzt feststellt, wenn man den Kupplungshebel zieht, dann ist quasi kaum, ganz, ganz minimal merkt man das noch, kaum bis gar kein Kontakt mehr zur Kurbelwelle. Also ist so das Starten unmöglich. Dann lass mal nachgucken, was damit ist. So, dann lass mal gucken, wenn wir jetzt Hinterrad drehen und hier dran ziehen, ist er schwer Kontakt zum Motor. Obwohl jetzt merkt man, der drückt langsam durch. Aber irgendwie, irgendwas passt da auf jeden Fall nicht. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal bei und zerlegen das hier. Im Kupplungsdeckel ab, die vier Schrauben lösen. Öl muss natürlich runter. Außerdem absolut dicht der Kupplungsdeckel, so wie das natürlich nicht sein sollte, aber egal. Dann können wir es ja gleich vernünftig abdichten, dann hat er es vernünftig. Erstmal schön auf der Hebebühne befestigen, vom Ständer nehmen. Obwohl auf dem Ständer kann die ruhig bleiben. Junge, Junge, Junge. Die Jugend von heute, wenn die was zusammenzaubern. Jasses, nee. Was fällt hier auf? Also gerade war ja das Problem, dass der Motor, dass man Gas geben konnte und nicht mehr vorankam. Was fällt hier auf? Hier ist nicht mal ein Sägering. Sägering oder wie nennt man das am besten? Alter, was haben die hier denn gemacht? Was? Also als erstes, der Kupplungsdeckel, die Kupplungsdruckplatte hier, Entschuldigung, die wird mit so einem runden Ring gehalten. Das so später Näheres im Video. Und dann, wenn wir jetzt hier mal gucken, was sieht man da denn? Irgendwie so komisch eine Mutter abgeschliffen.
dass das irgendwie passt. Dann die Kupplung dreht voll durch, volles Eisen. Jasses, wer baut sowas? Solche Leute gehören ins Gefängnis. Aber lass das mal ausbauen, gucken, was sie da so gemurkst haben. Ich hoffe mal, dass ich es so lösen kann. Mit der Akkuknarre. Geht hier alles rum. Hier ist erstmal die Mutter. Alter, wer macht sowas? Warum? Ich hoffe, ihr seht das so im Video. Katastrophe. Ja, auch mit den ganzen Unterlichtscheiben und so. Was denken sich die Leute dabei? Ist die Kurbelwelle mal abgerissen oder? Ne, hier sieht man eindeutig, da haben die mal einen Abzieher drauf angesetzt. Und den Abzieher haben die, hier ist ja so ein klassischer Kupplungsabzieher. Den haben die wohl irgendwie schräg drauf gedreht. Und dann haben die große Mutter die große Schraube genutzt zum Lösen. Und somit hier voll das Gewinde zur Seite weggedrückt. Absoluter Pfusch. Erstmal die Kupplung versuchen zu ziehen. Jedenfalls eine Sache, die noch geht. Da ist die. Cool. Die sieht ja echt noch gut aus. Also da hat nochmal jemand richtig Glück gehabt. Die ist auch schön stramm eingestellt. Jo. Die dreht sicherlich auch schön, oder? Ja. So wie es sein sollte. Ja. Echt cool. Das geht echt gut. Ich mal kurz ein bisschen sauber wischen, zur Seite legen. Was fällt uns hier beim Kupplungskorb auf? Der könnte eigentlich gut eingepasst sein. Das fühlt sich eigentlich ganz gut an. Also der Kupplungskorb ist es diesmal nicht. Der hat nochmal Glück gehabt. Muss mal kurz Hinterrad lösen. Das Kühl hört gerade woanders. Aber das fühlt sich auf jeden Fall gut an. Und kann so bleiben. Im Stand dreht die ja nicht irgendwie sonderlich am Hinterrad, oder wie ist das? Nee, das tut sie gar nicht. Die bleibt stillstehen, gut, dann passt das auf jeden Fall. Und dann das Gewinde hier, das ist ja absolut pfusch. Ich denke mal, das Beste ist, wenn wir es gleich mal vernünftig nachschneiden und auf Ursachenforschung gehen. Ich suche mal kurz eine andere Kurbelwelle zum Vergleichen raus. Ich habe mal kurz in der Zwischenzeit die richtige Mutter rausgesucht, hier, um das mal zu vergleichen von der Stärke her, was da irgendjemand so abgefuscht hat. Also einfach so abgeschliffen und zusammengemurkst. So dick müsste die Mutter eigentlich sein. Und das ist dieser Ring, Jasses, den schmeißen wir jetzt nicht weg, der eigentlich vor dem Kupplungskorb muss, um die Druckplatte zu fixieren. Aber wir waren gerade schon fleißig und haben den wiedergefunden. Der ist anscheinend hinter dem Kupplungskorb gewandert. Deswegen pflücken wir den mal ganz kurz raus und finden den alten wieder. Da muss man sich echt fragen, wie geht sowas? Ganz einfach, wenn man so einen Motor einfach irgendwie zusammenmurkst. Der ist sowieso durch, also können wir den eben einmal töten. Und jetzt hoffe ich mal, dass der Kupplungskorb so abgeht. So, Passscheibe zur Seite legen. Alter, wie geht sowas? Und Alter, warum baut man sowas? Hier ist der Kollege. Dann lass mal lieber noch mal kurz die Zahnräder prüfen, dass die noch sauber aussehen. Nicht, dass er die wegfrittiert hat. Das sieht ja aber alles gut aus. Da muss man sich echt fragen, warum baut man sowas? Glück gehabt. Richtig Glück gehabt. Das ist gut, wenn wir uns den jetzt hier mal angucken. Sieht auch richtig cool aus. Also kann das so eigentlich wieder zusammen. Aber es passiert natürlich, wenn der Ring fehlt, dass das hier so ausschlägt. Einfach weil der Druck nicht mehr so gegeben ist von dem Federring und der Druckplatte. Und dann hat die Druckplatte hier Platz und haut das hier quasi so ein bisschen frei. Aber es ist an sich nicht so wild. Also gleich ein bisschen entgraten, dann kann das wieder zusammengebaut werden. Also in der Zwischenzeit ist der Kupplungskorb entgratet. Aber wenn wir jetzt hier gucken, das Öl ist voll mit Metallspäne durch die Sache. So, in der Zwischenzeit haben wir jetzt hier die ganzen Späne aus dem Motor rausgeholt, weil unten alles voll Späne war im Öl, also schön ausgespielt und so.
und hier versucht das Gewinde so ein bisschen zu retten. Das ist natürlich nichts Langfristiges, der Motor gehört eindeutig gemacht, aber ich hoffe mal, dass man das jetzt noch wieder zusammenbauen kann, dass man damit jedenfalls noch ein paar Runden drehen kann. Hier zum Vergleich habe ich mal eine originale Kurbelwelle rausgesucht und irgendwie ist hier mal ein Stück vom Gewinde abgerissen. Deswegen hatten die wahrscheinlich auch die Mutter so komisch abgeschliffen, dass es irgendwie bündig wurde. Deswegen Daumen drücken, dass das irgendwie funktioniert. So, dann lass mal wieder zusammenbauen. Erstmal fein Kupplungskorb rein, dann kommt die Passscheibe wieder davor. Jasses! Hier sieht man auch die Kurbelwelle, die ist eindeutig vergewaltigt, weil die Kupplung gerade die ganze Zeit hier drauf herumlief. Deswegen hoffe ich mal, dass das irgendwie funktioniert. So, den davor, dann gibt es einen Sägering, nagelneu, da gingen die Scheine hin. Sägeringe sind ja so extrem teuer, ne? Auf jeden Fall. Absolut. Im Tausender-Paket kosten die nichts, aber sonst teilweise nehmen die ja echt einen Euro dafür oder so. So, drücken wir den mal dran. Nee, ist gar nicht richtig dran. Was ist das denn hier für ein Fursch? Ist die Nut gar nicht... Ist die Nut abgebumst? Nee, so wie das nächste Mal gucken, woran das scheitert. Ah, die Messingkürze. Die muss immer mal ganz drauf geschoben werden. Oh Mann, die Nut hier hat auch schon einen richtig hinter sich. Eigentlich darf man sowas nicht wieder zusammenbauen. Aber lass mal gucken, ob man das wohl ein bisschen fähig wieder hinkriegt. Hier liegt noch eine Passscheibe, die kommt da lieber noch wieder hin. Er ist auch drauf angewiesen. Ist auch besser, aber trotzdem. Der Motor muss eigentlich gemacht werden. Welche ist jetzt die große? Achso, die versenkt das mal im Öl. Herzlichen Glückwunsch. Also auch bei dieser Arbeit, ich habe jetzt ein absolut schlechtes Gewissen, das irgendwie zusammenzubauen. Jasses. So. Jetzt habe ich die Ehre und darf da schön im Ölpott drin rühren. Bah. Ekelig. So. Das funktioniert auf jeden Fall. Das hält auch stramm, das ist schon mal gut. Positiv vom Motor, dass die Nut noch gut genug ist. Dann mal die Kupplung davor. So, dann muss da ja quasi eine unter die Scheibe hin. Hier so, zack. Wirklich viel Gewinde ist da nicht mehr, also das ist eigentlich zu wenig. Hier, wenn man mal guckt, das ragt so ganz gerade eben rein. Deswegen schlage ich vor, dass wir das Experiment hier abbrechen, weil das kann man so einfach nicht lassen. Und dabei hätte ich echt ein schlechtes Gewissen, so ein Mofa wieder fahrfähig zu machen, weil es um die Ohren fliegt. Sorry, dass wir hier jetzt abbrechen müssen, aber gewisse Sachen baut man einfach nicht wieder zusammen, weil das so schlecht ist. Der Motor muss jetzt unbedingt komplett gemacht werden und das ist das Beste. Ansonsten kann das so wieder um die Ohren fliegen und im Straßenverkehr, wenn gewisse Situationen auftreten und dann der Motor auch noch Tschüss sagt, dafür stehe ich nicht mit meinem Namen. Außerdem zwischendurch, sorry, dass ich nicht schaffe, alle Anfragen zu beantworten. Ich kriege so viele Nachrichten mittlerweile jeden Tag. Ich weiß teilweise nicht vorne und hinten und muss natürlich auch noch an meinem Leben teilnehmen. Und ganz kurz zwischendurch, ich repariere nicht für andere Leute oder so. Also wenn ihr anfragt, kannst du mal meinen Mofa reparieren oder so. Nein. Ab und zu mache ich das mal, wie in diesem Fall, für Freunde. Bin ich natürlich da für sehr gute Freunde, aber mehr auch nicht. Danach ist absolut finito. Und
ich mache das natürlich auch für die Freunde so, also lass mir nie was dafür geben oder so, weil ich das einfach nicht will. Ich kann mir das einfach nicht angucken, wenn Freunde aus meinem Umkreis sich mit so einem Mofa ärgern müssen, obwohl die Fehler ganz simpel und einfach sind. Und in Wirklichkeit einfach nur teilweise, dass ich da eine Stunde im Schnell Hallo sagen muss und die dann wirklich was Langfristiges haben. Und die sich dann zu Hause da stundenweise mit quälen und einfach nur liegen bleiben, immer hier und da. Deswegen ab und zu drücke ich mal doch beide Augen zusammen für gute Freunde und dass sie wieder was Vernünftiges haben. Und das war's auch schon wieder mit dem Video. Bis dann, euer Holger von Holgers Lifestyle. Oh, 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 oh.